Hallo und willkommen zurück zum Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir das Overlord DLC abgeschlossen. Und nun, wenn wir wie immer nach einer Mission, größeren Mission, unsere Nachrichten anschauen, dann haben wir noch, Grunt, also ein Gespräch mit Grunt vor uns. Und dann werden wir auch nochmal mit Legio sprechen. Und endlich. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so geht. Weil zuerst schicken wir unsere Nachrichten. Archers Bruder, der Unbekannte. Mir wurde zugetragen, dass sie Archers zu Christen Akademie gebracht haben. Ich weiß, was man dort leistet. Gutes Zuhause, bla 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 bla. Durch Wahrscheinlichkeit, der uns verwehrt geblieben ist. Wir werden wahrscheinlich nie wieder in Vinion unterhalten. Ihre Entscheidung ist zwar verständlich, aber sie hat uns, unsere Million, die Kiste zu verstehen, um Jahre zurückgeworfen. Shut the fuck up. Ich hab einen Geth in meiner Crew, also. So, Mannschaftsquartiere. Wir werden jetzt als erstes mal nochmal ein extra Safe anlegen. Oder können wir eigentlich mal drauf machen? So. Weil, wenn wir jetzt mit Legi sprechen, dadurch, dass das Safe ja modifiziert, das Spiel modifiziert ist, kann es sein, dass es zu Problemen kommt. Hoffen wir es mal nicht. Shepard Commander, wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Wie lautet der Plan, sobald wir an Bord sind? Die Geth werden das feindliche Netzwerk stören und verhindern, dass die Verteidigung der Station sich auf uns konzentrieren kann. Der Reaper-Datenkern ist physisch vom Netzwerk getrennt. Wir brauchen eine Eskorte dorthin, damit wir auf die Daten zugreifen und sie löschen können. Mit was für Verteidigungssystemen müssen wir rechnen? Im All mit keinen. Auf der Station mit mobilen Plattformen unterschiedlicher Konfigurationen und mit Verteidigungsgeschützen ohne eigenes Bewusstsein. Wie viele Geth? Es handelt sich um Milliarden individueller Programme. Zum Glück sind die meisten im Zentralcomputer aktiv. Glück! Es sind immer nur wenige mobile Plattformen gleichzeitig im Einsatz. Bei Bedarf werden weitere hergestellt. Das könnte die Gelegenheit sein, den Konflikt zwischen organischen Wesen und den Geth zu beenden. Ziehen wir es durch. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Puh, jo. So. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Ach so, Ich hätte nicht gedacht, dass Rupert es wirklich. Nach Grunt, jo. Grunt war. Hier, ne? Ja. Nee, Quatsch, eine Etage tiefer. Ich glaube, wir werden dann nochmal zur Zitadelle hinpeitschen, weil mir ist eingefallen, wir haben da noch was vergessen. Da ist noch eine Nebenmission, die wir machen können. Grunt? Shepard! Grunt? Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Hey, hey, hey. Warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Aukia hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist... ein Blutschleier in meinem Kopf.
Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, Grunt. Wir brauchen jemand von Ihrer Spezies, der sich das mal ansieht. Die meisten Außenwelt-Kroganer sind Krieger. Ärzte verlassen unsere Heimatwelt, Tuchanka, nur selten. Ich werde Sie nicht darum bitten, dorthin zu fliegen. Ich krieg das schon in den Griff. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Mhm. Puh, doch nicht. Okay, jetzt wirklich mal abspeichern. Extra Speicherstand wieder. So, ja. Tuchanka, das werden wir jetzt noch nicht machen. Erstmal, wie gesagt, zur Zitadelle und dort noch eine Nebenmission erledigen. Und dann schauen wir mal, weil auf Tuchanka auch gleichzeitig eine Mission ist von Morden Solos, also seine Loyalitätsmission. Deswegen schauen wir erstmal, was wir da vorher noch alles machen können, bevor wir uns da überall ranwagen. Schweres Hautgewebe 4. Was? 3 von 5? Das müsste eigentlich insgesamt 6, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mich vielleicht irgendwie vertan, aber eigentlich. Wow, für schwere Nahkampf. Aber das hier. Schweres Hautgewebe, 30%. 3 von 5. Eigentlich müssten das auf 3 von 6 sein. Naja, wurscht. Schauen wir mal in unser Tagebuch. Also Grunts Loyalitätsmission. Was? Hab ich doch gemacht. Okay. Morden. Auch noch Tuchanka. Jacks Loyalitätsmission. Legios. Ja, Teamzusammenstand. Arbeiten Sie mit den neuen Dossiers des Unbekannten weiter an Ordnung des Teams. Das werden wir, also die Dossiers hier, Justizierin und Attentäter, machen wir, wenn wir die ganzen Loyalitätsmissionen hier von den dreien hier fertig haben. Beziehungsweise hier, Miranda ist ja auch noch, Jacob ist auch noch. Lass ich mal kurz schauen, nochmal von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Loyalitätsmissionen und dann werden wir die restlichen Dossiers machen. Ankunft, wie gesagt, in einer der letzten Videos, was ich gesagt habe, machen wir zum Schluss nach der Hauptmission. Können wir auch noch irgendwann mal machen. Aber jetzt werden wir erstmal zur Zitadelle. So, okay. Warte mal, wir könnten noch mal kurz runter. Maschinendeck. Hola! Shepard, was kann ich für Sie tun? Können Sie irgendetwas tun, damit die Normen... Meine Schildverstärkung wird sicher helfen, aber viel mehr kann ich leider nicht tun. Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Oh, Conny, ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Okay. Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Achso, also müssen wir erst noch wieder eine Hauptmission irgendwie erledigen, damit wir da ein neues Gesprächsthema mit Charlie bekommen. Okay, dann düsen wir mal los. Achso, keine Nachrichten für Sie, Commander. In der letzten Mission, also vom, sag schnell... vom Overlord
DLC wurde ja die Grissom... Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, wurde die Grissom Academy angesprochen. Dort werden wir in Teil 3 eine Mission haben. Und dort werden wir einen alten Kameraden wiederfinden. Also zu dem Zeitpunkt einen alten Kameraden. Achso, Zitadel. Obwohl, wir könnten Mirandas, lass mal kurz überlegen. Mirandas Realitätsmission. Die war ja bloß auf Ilium, oder? Ja. So. Denn, was hat man da noch? Grunt und Morden. Und beide auf Ilium. Jacobs. Wir könnten Jacobs Vater noch machen. Die mag ich zwar auch nicht, die Loyalitätsmission, aber. Ja. Ich muss gerade überlegen, war da irgendwo ein großer Mech mit bei? Ich glaube ja, ne? Ja, werden wir sehen. Werden wir dann sehen, wenn wir das machen? So. Probleme? Mit der linken Umschalttaste können Sie das Spiel pausieren und die Waffenleiste einblenden. Und wie hilft mir das mit Problemen? Kann ich Escape drücken? So, dafür brauchen wir 2 Punkte. Dafür brauchen wir 3. Ne, auch wieder 2. Und der braucht auch noch 2. Okay. Welche Level haben wir überhaupt? 21. Ich glaube, in Teil 2 könnte man maximal Level 30 werden. So. Müssen wir 2 oh, wie heißt das verdammte Volk? Wir brauchen jetzt 2 oh, wie heißen sie? Obwohl, wir können fix die Shops auch nebenbei nochmal mit checken, ob ich alles gekauft habe. Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel Asari, genau. Wir müssen hier 2 Asari suchen. Hier gibt es Übergang vom... Oh, hier sind wir, glaube ich, zu hoch. Wir müssen runter. Nope. Das Gefängnisschiff Purgatory wurde zerstört, anscheinend bei einer Revolte. Sicherheitsschiffe sind unterwegs, um Häftlinge und Wärter aus den Rettungskapseln zu bergen. Huch. Wer das wohl war... ja. So. 26, okay. Hiroshimas! Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Yep. Hier steht das Nervenerweiterung. So wie jedes andere Geschäft der Citadel. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ha, sollten die nicht 26 sein? Die Sirta Foundation wird vermutlich zum Ende des Finanzjahres schließen müssen. Sie hat sich von einem tödlichen Angriff biotischer Extremisten auf eine ihrer medizinischen Einrichtungen vor 2 Jahren nicht mehr erholt. Extremisten, Biotik? Ich glaube, das war eine Nebenmission, ja. Wie sollte das doch Übergang 26 sein? Oder sollten die? Überall auf Terra Nova sind zum Jahrestag des vereitelten Terroristenangriffs auf die Kolonie Feierlichkeiten geplant. Die damalige Geisel Kate Bowman wird eine Dankesbotschaft an die Allianzsoldaten, die sie gerettet haben, verlesen. Der batterianische Terrorist, der für den Angriff auf die Kolonie verantwortlich ist und überall nur Balak genannt wird, ist nach wie vor flüchtig. Jojojo, den sind wir Mass Effect 3 wieder. Ich könnte schwören, dass
Der Shepard-Gedächtnisplatz auf Elysium wurde zur heißesten Hochzeitslocation des Jahres gewählt. Was? Auf Befehl von Admiral Hackett gehen die Gewinne aus den Gebühren in einen Fonds für Veteranen der Allianz. War ich hier? Okay, ist auch alles gekauft. Aber das war doch in Mass Effect 2, oder? Nicht, dass ich das jetzt hier mit Mass Effect 3 verwechseln. Doch, das muss in Mass Effect 2 gewesen sein. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Blah. Ja.